Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, die man so umschreiben könnte: Wo Licht ist, ist auch Schatten, beziehungsweise nach Dunkel kommt nach Regen, kommt auch Sonnenschein oder irgendwie so. Denn es war mal wieder eine sehr gemischte Bücherwoche, in der ich mich so ein bisschen bemüht habe, nachdem es ja ein Tauschpaket bei mir gab und doch mehr Neuzugänge dementsprechend eingezogen sind, als ich so geplant hatte, dachte ich so, in dieser Woche musst du auch mal ein paar dünnere Bücher weglesen, damit meine Statistik neu versus gelesen nicht ganz aus dem Ruder läuft. Video zum Tauschpaket habt ihr schon am Dienstag gesehen. Das ist ja von der Runde von Anka. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich drei Bücher mir daraus herausgenommen habe. Und da musste ich jetzt natürlich ein bisschen variieren. Wir fangen aber einfach mal an. Ihr findet die Bücher und die Zeitstempel wie gewohnt unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr es hier knurren und maunzen hört, wundert euch nicht. Die Katzen sind on track, wie man so schön sagt. Bücher, alles in der Infobox, habe ich gesagt. Ich habe auch eine Serie angeguckt und muss auch ein bisschen was über die Stürme der letzten Tage wohl loswerden. Und dass ich wahrscheinlich ein bisschen müde aussehe, und dass die Stürme daran schuld sind. Und nicht, wie man es sich sonst vielleicht mit stürmischen Nächten so wünschen würde. Nein, es waren Orkanböen und Ähnlichem und Schneesturm und Regen und Hagel. Und das hat mir jeglichen Schlaf der letzten Nächte so ein bisschen geraubt. Aber wir wollen gar nicht jammern, beklagen. Sonst ist alles heile geblieben. Und den Schlaf kann man ja irgendwann mal nachholen. Begonnen hat die Woche mit Keeper of the Lost Cities von Shannon Messenger. Ein Buch, das ich abgebrochen habe. Dann habe ich ein Geburtstagsgeschenk gelesen. Und zwar Überwintern von Catherine May. Dann musste ein Highlight her. Und ich habe es unter Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd vermutet. Von Charlie McCassie? Ja, ich glaube irgendwie so. Da folgte dann von Licht direkt Schatten. Von Timo Wermes. Ebenfalls abgebrochen. Dann zu Ende gelesen habe ich Ich vergesse nie von John Maas. Das ist ja der Thriller, den wir schon in der Woche vorher begonnen haben. Und dann durfte es nochmal ein bisschen kalt werden. Und zwar Miss Veronica und das Wunder der Pinguine von Hazel Brior. Wie ihr seht, bunt gemischt, auch ein bisschen winterlich, durchaus eben auch dünne Bücher dabei, eben genau aus dem Grund, damit ich da meine Neuzugänge einigermaßen in den Griff bekommen kann. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen laut wird. Wer es nicht weiß oder meine Neuzugänge-Videos und so nicht kennt, ich bemühe mich ja immer, dass ich habe mir für dieses Jahr auch vorgenommen, dass ich mehr lese, als ich neu habe. Und jetzt musste ich natürlich diese drei ungeplanten Neuzugänge von dem Tauschpaket ein bisschen ausgleichen. Wir beginnen aber mit dem ersten Buch, und zwar Keeper of the Lost Cities, der erste Teil, ich glaube, einer 8- bis 9-teiligen Reihe, die, glaube ich, auch schon soweit im Englischen veröffentlicht ist. Die Reihe ist von Shannon Messenger und das ist letztes Jahr bei mir eingezogen als Hörbuch, weil mich David Nathan als Sprecher gelockt hat. Grundsätzlich liebe ich David Nathan wirklich sehr. Hier muss ich später ein bisschen was dazu sagen. Mir gefällt das Cover ganz gut, hat für mich auch so ein bisschen ein Harry Potter Feeling oder man hat auch so die Hoffnung bei so einer größeren Jugend-Kinder-Fantasy-Reihe, dass das in diese Richtung geht. Ich kann aber schon sagen, dass ich es nach ca. 30% Hören abgebrochen habe. Also dementsprechend leider nicht ähnliche Gefühle wie bei Harry Potter. Wir treffen auf die 12-jährige Sophie. Sie hat ein Geheimnis, denn sie kann die Gedanken ihrer Mitmenschen lesen. Sie fühlt sich deswegen immer so ein bisschen aussätzig und auch als Außenseiterin, bis sie dann eines Tages eben Fitz trifft und er ist geheimnisvoll und stellt auch ihr Leben mit vielen überraschenden Informationen auf den Kopf. Denn er weiß Dinge über sie und erzählt ihr diese auch und darüber ist sie natürlich mehr als überrascht. Denn sie erfährt von Fitz, dass sie dem geheimen Volk der Elfen angehört und in der Menschenwelt versteckt wurde. Und ab sofort besucht sie dann eben die Zaubererschule im Elfenreich, hat dort auch einige Fragen, die noch offen sind, besonders natürlich zu ihrer Vergangenheit und merkt dann recht schnell, dass sie die gar nicht alle beantwortet bekommt, sondern sich sogar noch mehr Geheimnisse auftun, was sie eigentlich in der Menschenwelt gemacht hat, wer sie ist, warum sie hier ist und so weiter.
Ja, ich habe das Hörbuch nach knapp 30% abgebrochen. Wahrscheinlich habe ich irgendwie doch nicht immer so viel Glück mit Kinder-Jugendbüchern, wie zum Beispiel bei Nevermore, wo ich ja wirklich sehr begeistert war. Ich hatte ja letzte Bücherwoche schon kein Glück mit Chris Colfer. Ich möchte hier wirklich sagen, dass vielleicht ein kleiner Punkt beim Abbruch David Nathan war. Und es tut mir echt weh, das zu sagen. Ich fand einfach nicht, dass David Nathan einer 12-Jährigen die Stimme geben kann. Ich fand das total merkwürdig. In meinem Kopf ist das nicht so richtig auseinandergegangen. Für mich passt er nicht zu Kinder- und Jugendbüchern und auch irgendwie nicht zu einem jungen Mädchen. Also das fand ich irgendwie sehr merkwürdig im Kopf. Das hat mich wirklich so ein bisschen rumgetrieben, weil ich eine gewisse Vorstellung von meinem Vorleser habe und dass mir jetzt Christian Bale ein Kinderbuch vorliest, das fand ich irgendwie, also das war selbst für mich zu viel des Guten. Ich glaube, es wäre hier eine weibliche Stimme oder eine jüngere Stimme besser gewesen, aber das ist vielleicht nur ein Aspekt davon. Mir waren es zu Beginn zu viele Personen und ich fand auch, dass diese nicht gut trennbar waren. Also es tauchten sehr viele Charaktere auf, ohne dass man das so, dass man die so richtig auseinanderhalten konnte. Es gab wenig Beschreibungen dazu, was vielleicht auch daran liegt, dass es eben ein Kinder-Jugendbuch ist und man vielleicht gar nicht so viel Informationen geben möchte, um nicht zu langweilen. Vielleicht liegt es auch irgendwie am Hörbuch, das weiß man natürlich nicht. Und ja, dann auch zu Sophie. Ich fand sie eine sehr schwierige 12-Jährige. Es ging schon damit los, dass sie so eine Macke hat, sich Wimpern auszuzupfen. Und ich irgendwann dachte, ah, wie weh muss das tun? Und als sie das gefühlt 5-mal gemacht hat, dachte ich, wie lange will sie eigentlich noch Wimpern haben, die sie auszupfen kann? Also die wachsen ja auch nicht einfach direkt nach. Ich weiß nicht, das fand ich sehr merkwürdig. Zudem fängt sie dann auch an, ja, im Grunde sich zu verlieben. Und dann frage ich mich, warum mit 12? Also ich fand das viel zu früh und ja, natürlich hatte ich meinen ersten Schwarm auch mit 12 Jahren und das will ich, also, aber es waren schon so intensive Gefühle und da dachte ich, wo kommen die her mit 12? Also ist man wirklich mit 12 heutzutage schon so weit? Also, und dann wird sie auch so ein bisschen als Wunderkind dargestellt mit ganz vielen Talenten, aber eben doch irgendwie so unscheinbar und das war mir irgendwie nicht sympathisch. Also ich konnte mit Sophie nicht so richtig mitgehen. Ich hatte so meine Probleme mit ihr und dazu kommt dann eben auch noch, dass mir Informationen zu der Welt fehlten. Ich hatte keine so richtigen Bilder im Kopf und mir hätten persönlich mehr Details einfach geholfen. Wie gesagt, ich denke, dass das vielleicht daran liegt, dass es ein Kinder-Jugendbuch ist, man diese Generation oder diese Lesegruppe vielleicht nicht langweilen möchte mit zu vielen Informationen. Für mich ging das aber alles viel zu schnell, viel zu wenig Informationen und ich konnte nicht so richtig eintauchen. Also wenn ich dann denke, was zum Beispiel bei Evelyn Jones für Hikes geschafft hat, auf wenigen Seiten für eine Atmosphäre zu schaffen und hier habe ich 30% gehört und hatte immer noch kein Gefühl. Ja, und bei der Elfenwelt, das fand ich wiederum ganz schön ausgearbeitet, zumindest wo ich so ein bisschen schon eingetaucht bin. Und hier fand ich, spürt man auch so ein bisschen diesen Fantasy-Charakter. Aber es konnte mich eben nicht so richtig fesseln, nicht so begeistern. Vielleicht wäre das durch die Fantasy-Welt, durch diese Elfenwelt dann irgendwie später nochmal besser geworden, aber es hat mich irgendwie nicht reingezogen. Also ich habe dann auch überlegt, ob man nicht doch mal vielleicht zum E-Book greift, das wirklich David Nathan auch das Problem ist, aber ach, so wie ich es andersrum nicht sage, dass ein Buch unbedingt besser wird durch den Sprecher, glaube ich eben auch nicht, dass es schlechter wird durch den Sprecher. Ach, dementsprechend nach einem Drittel abgebrochen. Ja, sehr schade, aber ja, ich bin ja niemand, der irgendwie da auf Krampf versucht, irgendwie ein Buch zu Ende zu lesen. Dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade. Dann war es ja doch ein bisschen kühler und stürmischer, wobei das ging, glaube ich, ein bisschen später los. Aber ich dachte, überwintern passt perfekt noch in den Februar von Catherine May. Habe ich des Öfteren auf BookTube und auf Instagram gesehen und hat dann an meinem Geburtstag den Weg zu mir gefunden. Habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Die Haptik und Optik finde ich von diesem Cover, von diesem Buch wunderschön. Also auch die Rückenansicht, ein Träumchen von Cover. Und ich hatte hier tatsächlich eine wunderbare Überwintern-Geschichte vor mir, wo vielleicht ein bisschen erzählt wird, wie man eben den Winter überwintert. Da ich ja kein Winterfreund bin und wirklich die Sonne herbeisehne und die Helligkeit. Und heute kann man sich nicht beschweren nach den Stürmen. Aber ja, ich habe mich drauf gefreut.
Ich sage vorneweg, das Buch ist anders, als ich es erwartet habe. Ich hatte nicht mit einer persönlichen oder so persönlichen Einzelgeschichte gerechnet. Denn die Autorin erzählt uns hier in ja, ganz erzählender Sprache aus ihrem Leben und besonders aus ihren schlechten Zeiten, die sie eben auch den Winter nennt. Also es geht hier nicht primär um die Jahreszeit Winter, sondern um den Winter eben von Catherine May. Sie ist in einer Lebensphase, wo ihr der Job zu viel ist, wo ihr Mann krank wird und auch der Sohn Probleme in der Schule hat. Und daraus schließt sie eben so diese winterlichen Gedanken und dass es eben diese dunkle Zeiten im Leben geben wird, geben muss oder auch einfach braucht, damit wir uns dann eben auch in uns einkehren können, Kraft tanken können und dann eben im sogenannten Frühling wieder starten können. Und sie erzählt uns hier von ihren innersten Gedanken und auch Erfahrungen. Und ich hatte so eine persönliche Geschichte nicht erwartet. Sie geht für mich auch nicht aus dem Klappentext hervor, zumindest so wie ich das irgendwie in Erinnerung habe, sondern ich habe wirklich eher daran gedacht, dass wir hier über das Überwintern sprechen, was dem Menschen gut tut im Winter, was er nutzen kann an Zeit, an Dunkelheit, was das macht. Also gar kein Sachbuch in dieser Form, aber eben auch nicht so einen ja, biografischen Erzählroman. Das muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch so ein bisschen was, wo ich denke, war irgendwie nicht so ganz meins. Der Winter steht in diesem Buch eben eher als Synonym, also eher für diese schlechten Phasen im Leben und wie man dann eben auch manchmal mit diesem in sich gekehrten, mit diesen ruhenden, damit eben umgehen kann, wie man diese Problemphasen im Leben auch einfach annimmt. Es gibt nur einen Bezug zum echten Winter und dass man hier eben auch einfach die Ruhe genießen sollte und die Zeit nutzen sollte, aber so richtige Tipps gab es nicht. Es gibt so einen Satz hier drin, wo es dann auch heißt, ja, man soll den Winter eben einfach nehmen, wie er ist. Man kann es ja eh nicht ändern und man soll ihn eben auch nicht hassen, weil dieses Gefühl, also das macht es für einen selbst eben nicht besser. Und da stimme ich der Autorin auch zu. Wenn ich im Winter jeden Moment der Sonne auftanke und dann eben das Schöne am Winter sehe, geht es mir definitiv auch besser, als wenn ich mich jeden Tag in mein Bett lege und sage, ich habe keine Lust und Decke drüber und das, ja, dass das nicht gesund ist. Darüber müssen wir wahrscheinlich gar nicht so irgendwie diskutieren. Ich fand es sehr gut, dass sie einen großen Bogen betrachtet hat, auch in Bezug auf andere Länder, andere ja, Kulturen, auf die Natur, auf Tiere, wie die eben auch mit schlechten Phasen und dem Winter umgehen. Es wirkte für mich an vielen Stellen sehr unstrukturiert. Es war irgendwie zusammengewürfelt. Man weiß nicht so richtig, wie, in welcher Reihenfolge ist, was passiert. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein wirres Tagebuch. Es war ein sehr langsamer Stil, der einen schon selbst dazu bringt, innezuhalten und man auch entspannt wird beim Lesen. Also das fand ich einen sehr schönen Nebeneffekt. Nicht, dass mich Lesen nicht immer entspannen würde, aber man hat hier schon gemerkt, wie auch durch diese Sprache und dieses Langsame und Wiederholende doch so eine gewisse Entspannung eingekehrt ist. Aber ja, es war mir an mancher Stelle einfach zu wild und vielleicht auch einfach zu langsam. Ideen, die sie hier anbringt oder auch Tipps sind, finde ich, kaum annehmbar oder nutzbar und es ist eben nicht so einfach, dass jeder einfach, weil er keinen Bock mehr hat oder eine schlechte Phase hat, einfach seinen Job kündigt. Das war sowas, wo ich dachte, ja, das kann man bestimmt machen, aber das ist kein Tipp, den ich auf 80% anderer arbeitender Menschen geben könnte. Ich persönlich finde auch, dass Weglaufen nicht immer die beste Wahl ist. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass man immer alles aushalten muss und hinnehmen muss, aber ich glaube schon, dass man auch schwere Zeiten manchmal durchhalten muss und auch vielleicht dieses aushalten muss und dass man daran vielleicht sogar wächst und sich daraus dann auch wieder Veränderungen ergeben oder man auch Veränderungen aktiv angeht. Ich glaube, wenn ich immer das Handtuch werfe, woran wachse ich dann oder wohin führt mich das? Wenn ich immer wieder gezwungen bin, jetzt habe ich das Handtuch geworfen, ich brauche aber ja zum Beispiel einen Job. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, um da in einem angemessenen Rahmen zu wachsen. Und was ich wirklich sehr merkwürdig fand, war, dass sie ihren Mann nicht mit meinem Mann, meinem Partner, was auch immer bespricht, sondern mit H. Also scheinbar heißt er Heinz, Hans, weitere Namen mit H gerne gesucht und sie sagt dann immer, H war im Krankenhaus, H lag krank auf der Couch, H. Und da habe ich mir gedacht, warum? Also ja, vielleicht möchte ihr Mann nicht per Namen genannt werden in dem Buch, das könnte ich vielleicht sogar verstehen, aber kann ich da nicht einfach immer sagen, mein Mann, mein Partner, während sie aber den Namen ihres Sohnes, den ich jetzt vergessen habe, ausspricht. Und das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Also das fand ich wirklich sehr merkwürdig, wo ich dachte, das verstehe ich irgendwie nicht. Und vielleicht nennt sie ihren Mann auch tatsächlich einfach nur H. Also vielleicht ist das eine Abkürzung, vielleicht spricht die sich
irgendwie lustig. Das weiß man natürlich nicht, aber das war sehr befremdlich für mich. Und ich habe da keinen so richtigen Zugriff zu Catherine May bekommen, zu dem Buch, zu ihren Problemen, die ich auch allesamt nicht so... Also man möchte natürlich Probleme anderer nicht werten, aber natürlich ist eine Krankheit nichts Einfaches. Aber ich weiß nicht, ich fand das irgendwie sehr merkwürdig, was sie da geschildert hat und was für sie schon... Also auch, dass ihr Sohn Probleme in der Schule hat und kurzerhand wird er irgendwie aus dieser Schule genommen. Und ich mir so denke, hä? Wieso? Also natürlich muss man sein Kind schützen, aber wie gesagt, ich kann nicht alles mit Weglaufen irgendwie lösen. Also nicht das Highlight, das ich erwartet habe, nicht das Buch, was ich mir irgendwie vielleicht gewünscht hätte. Optisch ist es schön. Es hat auch ja durchaus vom Stil her wirklich was Angenehmes, aber mehr ist es leider tatsächlich auch nicht. Nachdem die Woche also nicht ganz so gut von guten Büchern umgeben war, schwierige Sprache, habe ich zu einem Buch gegriffen, das ich mir nachträglich sozusagen selbst zum Geburtstag geschenkt habe, indem ich einen Gutschein eingelöst habe, beziehungsweise dann Payback-Punkte, weil ich den Gutschein vergessen habe. Aber egal. Es ist Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie McKessie. Und hier hatte ich einfach die Hoffnung, dass mich das begeistern kann, denn hier hat Ruth sehr, sehr geschwärmt in irgendeinem Hörgenuss. Ich packe ihn euch auch unten in die Infobox. Wenn ihr wollt, schaut euch gerne mal das Video von Ruth an. Und ja, es ist dann im Januar bei mir eingezogen und es ist eine Art Geschenkebuch für Erwachsene oder auch ein Märchenbuch für Erwachsene. Und der Künstler, also Charlie McKessie, ist aus Brixton und ist mittlerweile, glaube ich, auch Buchillustrator. Und man kennt seine Kunst durchaus wirklich an diesen wunderschönen Bildern. Also viele sind in Schwarz-Weiß, einige auch mal in Bunt gehalten. Also ihr solltet durch dieses Buch unbedingt mal blättern, wenn ihr daran vorbeikommt. Die Geschichte ist eigentlich, oder das Buch hat im Grunde eigentlich keine richtige Geschichte. Es ist ein Junge, der sich auf den Weg macht und trifft dann eben nach und nach all die Charaktere, die im Titel vertreten sind. Ein Maulwurf, ein Fuchs und dann ein Pferd. Und es geht um das Finden von Glück, Selbstliebe, Freundschaft und die Liebe zu Kuchen. Habe ich sehr geliebt von unserem Maulwurf. Ich möchte gar nicht so viel zu dem Buch verraten, denn ich kann eigentlich nur sagen, es war ein absolutes Highlight. Es hat ein großes Wow in mir hinterlassen. Ich habe, glaube ich, noch nie bei einem Buch dieser Art so viele Emotionen gehabt. Und ich habe es einfach nur genossen. Man ist relativ schnell durch dieses Buch. Und ich habe jetzt bei einigen im Nachgang in der Rezension gelesen, gesehen, dass sie sagen, sie lassen das Buch einfach liegen. Sie klappen es immer mal irgendwo auf. Und ich glaube, dass das genau die Art ist, wie man mit diesem Buch eigentlich weiter umgehen sollte. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich hatte Gänsehaut, ich habe viel genickt, ich bin inspiriert und ich bin einfach nur begeistert. Es war wirklich ein Genuss. Die Grafiken sind wunderschön. Sie sind besonders auch die mit Farbe, finde ich wirklich herausragend schön. Ich finde, dass sie toll zur Geschichte passen, dass sie der Geschichte auch diesen besonderen Stil geben. Es sind wunderbare Weisheiten enthalten, die nicht neu sind, gar keine Frage, aber einfach wunderschön verpackt sind und auch einfach zu der jeweiligen Situation in der Geschichte passen. Es ist keine klassische Geschichte, sondern eher so eine Momentaufnahme dieser Reise, wie es das Leben eben auch ist, und das fand ich einfach besonders schön. Also ich habe super gerne darin gelesen und geblättert und die Bilder genossen und bin da auch einfach mal auf so mancher Seite ein bisschen länger verweilt. Mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, es zu lesen. Es wird für mich ein Buch, was, glaube ich, auch einfach so unterm Tisch liegen wird, im Sinne von, ich greife da immer mal dazu und schaue einfach nochmal rein. Also auch hier so niedlich, einfach sei neugierig. Also es ist wunderschön gemacht. Ich habe auch einige Notizen da gemacht, also so Markierungen gemacht. Also einfach ein wunderbares Buch. Ich finde, ein perfektes Geschenk für jeden. Und man darf nur keine Geschichte so richtig erwarten, also keinen Roman. Denn den bekommt man nicht. Ich habe auch in der einen oder anderen Rezension gelesen, dass man 22 € ein bisschen viel findet. Finde ich nicht. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sonst, was Preise angeht, ja auch ein bisschen kritischer. Ich muss sagen, wir haben hier eine wahnsinnig tolle Haptik mit diesem Art Leinen, mit dem festen Karton. Die Seiten sind dick, sie sind wirklich von wahnsinnig guter Qualität. Die Grafiken müssen ja auch gedruckt werden, besonders dann auch die Farbgrafiken. Also ja, ich finde das absolut angebracht und wirklich ein wunderbares Buch, ein Highlight, was ich in der letzten Woche einfach gebraucht habe und was mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten hat. Und wie schon gesagt, wo Licht ist, ist auch Schatten, und wir kommen von einem weißen Buch zu einem schwarzen Buch.
Und zwar U von Timo Wermes, das hat, glaube ich, auch gar keinen Untertitel, nein, habe ich abgebrochen nach knapp 50 Seiten, war auch, glaube ich, so ungefähr ein Drittel. Ja, ich habe Timo Wermes damals bei seinem ersten Buch, er ist wieder da, im Grunde das erste Mal entdeckt, fand das Buch wirklich toll, habe diesen satirischen Ansatz sehr, sehr geliebt. Und dieses Buch habe ich zusammen mit Anka letztes Jahr in Nürnberg entdeckt. Wir haben es beide irgendwie in die Hand genommen, haben durchgeblättert und so die ein oder andere besondere Seite entdeckt oder auch der Stil, wie das Buch zum Beispiel aufgemacht ist, sehr spannend gefunden und haben es beide gegriffen und dann auch mitgenommen. Und das hat uns definitiv dazu animiert, es zu lesen. Jetzt habe ich von Anka schon mitbekommen, dass sie es sehr speziell gefunden hat, dachte aber, okay, so ein dünnes Büchlein, du musst die Woche ein bisschen was schaffen, Steffi, habe ich dazu gegriffen. Und wir sind hier in einer U-Bahn und die ist ja in der Regel auch das Herz einer Stadt und gibt auch den Puls vor. Es sind alle 90 Sekunden geht es von dunkel ins hell und wir begleiten zwei Menschen, die sich vorher nicht kennen, die in der Bahn sitzen und in der Nacht herumfahren. Und diese Nacht und dieser Zug scheint irgendwie nie anzukommen. Ja, einige Male beim Lesen dieser 50 Seiten hatte ich den Gedanken, was lese ich hier, was ist das hier? Und als ich dann zugeklappt habe und gesagt habe, das hat für mich keinen Sinn, dachte ich nur, ist das Kunst oder kann das weg? Ich muss hier wirklich sagen, und das klingt wahrscheinlich hart und gemein, was soll ich mit diesem Buch? Also die Frage hat sich mir tatsächlich gestellt, hier würde ich wiederum sagen, die 15 Euro sind eine Frechheit für das dünne Buch, nur weil es ein Hardcover ist und ein paar Special-Seiten hat. Das ist wirklich, muss man nicht drüber reden. Es sind merkwürdige Sätze von Plus-Skizze. Wo soll das sein? Wissen die eigentlich, wo sie selber sind? Wer weiß schon, wo er ist? Es war sehr anstrengend. Also es war sehr, sehr merkwürdig, was die Sprache angeht. Ich fand es auch eher so eine Art Drehbuch ohne Regieanweisung. Also wer jetzt vielleicht so das ein oder andere Drehbuch, ja zum Beispiel vom Fantastische Tierwesen kennt, es gibt auch ein Drehbuch von Harry Potter, aber es fehlen die Regieanweisungen. Und wie soll ich mir da irgendwas vorstellen? Ich habe nicht verstanden und ich schiebe das wirklich total auf mich, was mir diese Geschichte eigentlich sagen wollte. Und konnte mich auch nicht einfinden. Und ich bin irgendwie verloren. Also ich habe noch nach Worten in irgendeiner Art und Weise gesucht, aber es kann eigentlich nur Kunst sein, die zu hoch ist. Es ist Literatur, die ich nicht verstehe und ich vielleicht auch gar nicht will, dass ich sie verstehe. Also vielleicht findet man irgendwo Informationen von Timo Wermes, was er mit diesem Buch wollte, ob das ein Kunstprojekt ist oder ein Experiment. Wer weiß das schon. Also bei mir kann es definitiv weg. Mich hat es irgendwie nicht eingefangen, sondern eher verloren. Dann kommen wir zu einem Thriller, den ich in der letzten Woche schon vorgestellt habe und auch gesagt habe, dass den wieder der John Mars Fangirls Club zusammen liest, und zwar Maike, Sibi und Claudia. Zusammen haben wir das wieder gelesen. Alle Kanäle unten auch in der Infobox. Da hört ihr jetzt ja wahrscheinlich nach und nach auch immer mal die Meinungen zu diesem Psychothriller. Ja, denn das ist es diesmal von John Mars. Es ist Ich vergesse nie. Es gehört nicht in die Riege der Near Future Thriller wie The One, da steht hier oben, und auch The Passengers oder The Watchers, sondern wir haben hier wirklich eher einen Psychothriller. Es ist mein dritter Thriller von ihm. Ich glaube, es gibt 4 Stück. Und bei einem hat aber Claudia schon gesagt, dass er nicht gut war. Und ich glaube, Anja auch. Und dementsprechend werden wir den auch nicht lesen. Ist ein Thriller aus 2019. Und ich habe ihn über Kindle Unlimited gelesen, was ich jetzt im Februar eben noch habe. Und war da auch ganz happy, dass das sozusagen in meinem Aktionszeitraum jetzt im Grunde kostenlos war, weil ich für mein Kindle Unlimited, ich glaube, nur 1,99 in den letzten 3 oder 4 Monaten irgendwie bezahlt habe. Es treibt ein Mörder sein Unwesen im Schatten und er tötet scheinbar zufällig, aber wir wissen es doch irgendwie anders. Wir sind bei seinem ersten Mord dabei, der sehr gut durchdacht ist. Er bringt einen Mann auf einer U-Bahn-Station um, verschwindet wieder ins Dunkle. Er hat Gift angewendet und es wirkt aber alles recht zufällig. Das erzählt er uns auch, dass das sein Plan ist. Zudem sind weitere Morde geplant und diese werden auch
zu präzise durchgeführt. Neben dem Erzählstrang des Mörders haben wir auch die Polizistin Becker, die noch relativ jung ist, die in ihrem Job anerkannt werden möchte und das trotz ihrer Mutterschaft. Und sie glaubt, dass es hier der größte Fall ihrer Karriere sein könnte. Der Fall, der allem zeigt, dass sie es drauf hat. Und deswegen kniet sie sich hier wirklich sehr, sehr, sehr rein. Zudem zieht sie auch Joe mit hinzu. Das ist ein Super Recognizer, Wahnsinns Gesichtergedächtnis hat. Wenn er ein Gesicht einmal gesehen hat, dann weiß er das sofort zuzuordnen, kann das auch in einer Menge wiedererkennen. Und ja, ist da einer von sehr wenigen Menschen, die das können und auch von wenigen Polizeibeamten, die jetzt hier im Einsatz sind. Die beiden fragen sich so ein bisschen, wie sind die Zusammenhänge der Toten? Ist das überhaupt ein Serienmörder oder sind das eher Zufälle? Und ja, diese drei Personen begleiten wir nun. Es war wahnsinnig spannend, es war packend, es hatte tolle Wendungen, es war sehr nah an den Themen so aus dem Alltag, wie es John Marsh ja durchaus öfter macht. Und man merkt einfach, dass er sich da auch inspirieren lässt. Ich mochte den Thriller unglaublich gerne. Ich fand ihn toll aufgebaut. Ich fand, er hatte einen Wahnsinnsspannungsbogen. Die Kapitel haben sich schnell weglesen lassen. Auch die Leseabschnitte, das haben wir alle immer wieder gesagt. Man hat hier so eine Art Snack gelesen und es war wirklich toll gemacht. Ich mochte die verschiedenen Perspektiven. Ich fand es gut, dass ja man auch in den Mörder seinen Kopf so hineingeschaut hat, dass auch Becker nicht unbedingt der sympathischste Charakter war und dass wir eben auch bei Joe einiges aus dem Hintergrund und der Historie erfahren haben. Es war wirklich durchgängig spannend, also es gab für mich keinen Moment, wo ich mich irgendwie gelangweilt habe und dachte, oh, jetzt verliere ich doch nicht in Details. Ich fand es wirklich eine perfekte Mischung. Es war wirklich schnell lesbar und man flog so durch die Seiten. Man ist bei den Morden zum Teil live dabei und das war mir manchmal einfach zu explizit. Ich bin kein so Freund davon, wenn die Kamera so draufgehalten wird. Hätte ich persönlich nicht gebraucht und war mir, wenn ich ehrlich bin, auch manchmal too much. Also das ist einfach nicht so ganz meins. Diese rohe Gewalt, das ja, da kommen wir später auch nochmal zu. Die Auflösung fand ich sehr gut gemacht. Das haben wir ja bei manch anderem schon Maß auch schon mal kritisiert. Ich bin hier aber ja wirklich fein mit dem Ende, auch wenn ich mir persönlich ein bisschen mehr Kreativität vielleicht gewünscht hätte. Aber er hat das alles logisch zusammengeführt, toll zu Ende geführt und auch nicht mit tausend Wendungen, die irgendwo ins Unermessliche gehen, im Grunde diesen Überraschungseffekt erhascht. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe ein bisschen John Marsh vermisst. Ich fand, dass er in den anderen Thrillern und auch in den Near-Future-Büchern definitiv spürbar war, dass man seinen besonderen Schreibstil erkannt hat, dass er auch bessere Unterschiede bei den Charakteren gemacht hat, wenn er eben einen Perspektivwechsel hatte. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Ich fand, dass es nicht ganz so John Marsh-mäßig war wie sonst. Aber es ist auch von 2019. Wahrscheinlich hat sich der Stil dann auch einfach erst danach geprägt. Besonders fand ich, dass die Charaktere nicht alle sympathisch sind, aber man mit ihnen schon mitgeht und wissen will, wie es weitergeht, was passiert, was durchgeht. Auch wirklich, dass wir beim Mörder so nah dran sind, ohne zu wissen, wer er ist. Das fand ich richtig gut. Ich fand auch wirklich, dass die Blickwinkel der Geschichten gut unterscheidbar sind. Ja, wenn mir vielleicht persönlich auch noch jemand gefehlt hätte, dem ich so ein bisschen sympathischer gefunden hätte und dem ich gerne gefolgt wäre. Ich fand das aber tatsächlich gut, weil es natürlich, also weil man natürlich nicht nur positive, sympathische Charaktere hat. Die gibt es im echten Leben ja auch nicht. Ich fand den Blickwinkel des Mörders gut, der schon sehr böse, egoistisch, krank und schlimm unterwegs war und auch die Gedanken wirklich schlimm waren und man sich schon gedacht hat, boah, wo führt das eigentlich alles hin? Was ich super fand, war die Idee eines Super Recognizers, den er eingebaut hat. Das ist ein Beruf, den es wirklich gibt. Das sind Menschen, die eben ein wahnsinnig großes Gesichtergedächtnis haben, die anhand Mimik dann auch wirklich viel ablesen, in der Menschenmenge ein Gesicht erkennen. Im Grunde genau das Gegenteil von dem, wie es mir mit Gesichtern geht. Also ich habe eher das Gegenteil davon, dass ich auch bekannte Gesichter nicht unbedingt gleich wiedererkenne. Und ich fand dann eben das Gegenteil super spannend und fand toll, dass John Marsh hier etwas eingebaut hat, was ihm bestimmt im Alltag mal irgendwie über den Weg gelaufen ist und er das faszinierend fand und deswegen uns hier auch Joe präsentiert, der eben genau das kann und wie hilfreich das sein kann. Ein wirklich spannender, toller Thriller, der Spaß gemacht hat, der gut unterhalten hat, der wirklich auch spannende Wendungen hatte, dahingehend auch innovativ war, auch wenn das Ende durchaus hätte ein bisschen kreativer sein können. Mir hat er wirklich Spaß gemacht.
Für mich war es manchmal einfach zu brutal und zu explizit. Das hätte ich persönlich nicht gebraucht. Da finde ich es immer besser, wenn das so ein bisschen, wenn da vorher abgeblendet wird. Wobei manche sagen ja auch, dass wenn abgeblendet wird, dass der eigene Kopf noch viel schlimmere Gedanken hat. Das mag durchaus sein. Aber ja, ich hätte mir das in dem Fall gewünscht, weil es war mir manchmal schon too much. Also ja, da bin ich ja nicht mehr so wie vielleicht noch mit Anfang 20, wo ich mega Splatter angucken konnte. Das würde ich, glaube ich, heute nicht mehr schaffen. Aber ja, und ja, aber alles in allem wirklich ein empfehlenswerter Psychothriller, der viel Spaß gemacht hat. Und das letzte Buch der Woche ist dann Miss Veronica und das Wunder der Pinguine von Hazel Brior. Und hier muss ich sagen, bei dem Titel, nein, bei dem Namen habe ich direkt an Charlene Woodley, heißt sie, glaube ich, vor Augen, die ja mal Hazel Grey spielt in Das Schicksal ist ein mieser Verräter und Triss Prior in Die Bestimmung. Ist das auch jemandem aufgefallen? Wahnsinn. Assoziationen, die man im Kopf hat. Ja, ein Buch, das mir auch ein paar Mal über den Weg gelaufen ist, das mich sehr angesprochen hat. Und ich bin ein großer Fan von Pinguinen und war hier super happy, als das Rezensionsexemplar bei mir als E-Book angekommen ist. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich dachte auch hier, es ist noch Winter, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ja, habe dementsprechend jetzt zu dem Buch gegriffen. Wir treffen auf die schrullige Veronica MacReady, die dem Buch auch den Titel gibt. Sie ist sehr vermögend und denkt zurzeit des Öfteren mal so langsam an ihr Ableben. Denn sie ist auch schon 86 Jahre alt, auch ein bisschen vergesslich. Sie hat aber eigentlich keine nahestehenden Personen oder Verwandte um sich herum und fragt sich, wem sie jetzt ihr Vermögen vermachen kann. Sie lebt in Schottland, will aber auf keinen Fall, dass der Staat ihr ganzes Geld bekommt und begibt sich dann eben auf die Suche nach einem Verwandten und findet dann sogar, das ist jetzt auch kein Spoiler, einen Enkel, der ja ganz überrascht ist, dass er hier eine Großmutter hat und ja, dem seine Geschichte wir dann eben auch noch so ein bisschen erzählt bekommen. Eines Abends sitzt sie auf ihrem Sessel und sieht eine Dokumentation über Pinguine und sie ist direkt fest entschlossen, sich das vor Ort in der Antarktis einmal anzusehen und auf Expedition zu gehen. Es kann sie auch keiner abhalten. Sie will auch unbedingt ein Projekt unterstützen, das auf der Kippe steht und ja, reist jetzt in die Antarktis und begibt sich auf die Reise der Pinguine und diese zu entdecken. Zur gleichen Zeit haben wir dann eben die Geschichte von Patrick, von ihrem Enkel, der im Tagebuch findet von seiner Großmutter und uns da eben einen Erzählstrang aus der Vergangenheit erzählt. Das Buch war definitiv auch hier anders, als ich es erwartet habe und ich musste doch sehr, sehr lange auf Pinguine warten und die eigentliche Reise und ich habe es mir einfach anders vorgestellt. Mir gefiel das Buch sprachlich sehr gut, es war locker und leicht, man kam auch gut rein und hatte auch Freude am Lesen. Das muss man ganz klar sagen, die Vergangenheitsebene hätte ich nicht gebraucht. Also diesen ganzen Strang um Patrick und was er da liest und was er findet und was die Vergangenheit, das hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert und das hätte es für mich auch einfach gar nicht haben müssen in der Geschichte. Besonders spannend fand ich natürlich die Information zu den Pinguinen, zu der Antarktis, auch wenn es durchaus hier hätte ein bisschen mehr sein können. Tiere finde ich einfach immer ein spannendes Thema und wenn man sie dann eben auch noch vor Ort besucht, da lässt sich natürlich über Nachhaltigkeit und Tierschutz und Ähnlichem auch diskutieren, aber ich lese ja hier auch jetzt kein Sachbuch, sondern eine fiktive Geschichte. Und da fand ich das schon toll, dass ja, sich Veronica mit 86 auf den Weg gemacht hat und hier beispielhaft eben zeigt, man ist nie zu alt für ein Abenteuer und man ist auch nie zu alt, um Dinge zu entdecken, die man irgendwie spannend finde. Ich mochte die Geschichte rund um die schrullige Veronica wirklich sehr. Ich habe das sehr spaßig empfunden. Ich konnte das nicht immer nachvollziehen, was sie denkt oder gerade wenn sie dann auch vergesslich wird. Ich fand das aber wirklich gut dargestellt. Es wirkte sehr authentisch und ja, es wurde einfach gezeigt, wie es eben sein kann, wenn man älter wird, wenn nicht mehr alles so im Kopf funktioniert, wie es vielleicht in jungen Jahren ist. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich mochte auch die schrullige Art, die schon sehr speziell war. Aber ich habe Veronica direkt in mein Herz geschlossen und fand sie eine richtig, richtig tolle, alte, rüstige Frau und hatte da wirklich meinen Spaß, ihr zu folgen. Ja, der Vergangenheitsstrang, der im Grunde von Patrick mehr oder weniger erzählt wird,
fand ich leider nicht so spannend und ich wäre viel mehr und lieber in der Gegenwart gewesen. Also ich habe auch gar nicht verstanden, und das ging auch hier aus dem Klappentext nicht hervor, dass wir so eine zweite Zeitebene bekommen, dass wir hier in der Vergangenheit rumstochern. Ja, es gab da schon auch interessante Aspekte, aber ich habe einfach bei dem Titel und bei dem Cover etwas ganz anderes erwartet. Meine Katzen scheinbar auch, deswegen toben sie hier rum. Ja, ihr seht es ja leider nicht, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, was da hinter der Kamera los ist. Ja, und das ist für mich tatsächlich auch so der Kritikpunkt, dass ich diesen Vergangenheitsteil nicht gebraucht hätte, dass ich das schon ein bisschen langweilig fand, dass ich mich auch gefragt habe, ob das Marketing hier gut angelegt war mit Titel und Klappentext, ob man das nicht hätte ein bisschen anders gestalten können, sollen, müssen. Weil ich glaube, dass jemand, der gerne diese Art Bücher mit zwei Zeitebenen und so liest, dass der wahrscheinlich gar nicht so zu diesem Buch greift. Aber es war eine schöne Geschichte, es hat mich gut am Wochenende unterhalten und war natürlich auch ein guter Ausgleich zum Thriller und hat noch ein bisschen mir den Winter näher gebracht. Aber ja, es war okay, ich hatte mir doch ein bisschen was anderes erwartet, aber es war eine schöne Geschichte, die ja, definitiv auch ihre schönen Seiten hatte. Ach, und nach all den Büchern und Hörbüchern und den ja, wenigen Schlaf durch die stürmischen Nächte habe ich auch noch mit einer Serie wieder angefangen, und zwar The Walking Dead. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe ja Anfang der 7. Staffel das letzte Mal aufgehört. Das ist aber bestimmt auch schon 3 Jahre her. Das wird gar nicht reichen. Oder doch, es könnte irgendwie so um die Zeit gewesen sein. Ich habe ja die erste Staffel und auch einige Staffeln danach sehr, sehr geliebt, auch wenn ich jetzt natürlich das mit den Zombies und Ähnlichem, das natürlich auch sehr brutal ist, habe ich die erste Staffel in sehr guter Erinnerung. Ich dachte einfach mal, guck doch mal rein, und zack, war die erste Staffel auch irgendwie durchgesuchtet. Ich sticke ja auch nebenbei, und das geht natürlich bei Dingen, die man schon mal gesehen hat oder auch Stimmen dann Gesichtern zuordnen kann, ein bisschen einfacher. Und ich habe so viele schöne Momente in dieser Staffel gehabt, dass ich wirklich dachte, Mensch, wenn ich daran denke, aus welchen Gründen, ich mich zumindest noch daran erinnere, dass ich dann die Serie abgebrochen habe, wie das eigentlich zusammenkommt. Ich mag bei The Walking Dead ja wirklich den Anfang und wirklich auch so diese erste Staffel so gerne, weil es da wirklich Mensch gegen Zombie ist, weil es wirklich das Überleben ist, dieses noch, wir fragen uns, wo kommt das her, wo geht das hin, gibt es die Möglichkeit, dass man nochmal was dagegen macht? Wo ist die Regierung? Wo ist die Armee? Wo ist das Militär? Und so weiter. Und man ja wirklich so ein bisschen einen Roadtrip hat, einen ganz kleinen, das geht ja später weiter. Und ich mochte die Atmosphäre. Ich mag Rick zu Beginn der Serie unglaublich gut. Ich bin ein Riesenfan von Daryl. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die mich ein bisschen nerven, wo ich sehr viele Augenrollmomente habe. Also für mich ist das immer so bei so einer Katastrophe, wenn dann Leute nichts anderes zu tun haben, als gemeinsam ins Zelt zu steigen. Und ich mir denke, sag mal, also da draußen auf den Zombies rum, habt ihr gerade keine anderen Probleme. Also das ist immer der Punkt, wo ich denke, ach, ob das wirklich so die erste Intention wäre, was mir einfallen würde, wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte auch keinen verurteilen, der das zu seiner obersten Priorität macht. Und ich habe tatsächlich in der ersten Staffel schon wieder recht viel Spaß gehabt. Also ich weiß natürlich, was kommt, und ich weiß, welche Momente mir dann wieder nicht gefallen, und bei mir war es einfach der Punkt, für alle, die die Serie kennen, da wird jetzt natürlich nicht überraschend sein, wenn ich sage, ich bin mit Negan überhaupt nicht klargekommen, mit dieser rohen Brutalität, was ich auch vorhin bei John Mars angesprochen habe, das ist für mich wirklich schwer. Also ich kann damit auch wirklich nur schwer umgehen, und ich merke, dass das wirklich mit zunehmendem Alter scheinbar immer schlimmer wird. Also ich habe wirklich einige Momente, wo ich die Augen zumache, das funktioniert bei einer Serie ganz gut, aber bei einem Buch natürlich eher nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich mochte die erste Staffel jetzt super gerne. Ich werde auch weiter dranbleiben. Ich kann noch nicht sagen, wann für mich vielleicht diesmal der Punkt des Aussteigens kommt oder ob ich über den Punkt sozusagen hinüberkomme, wo ich das letzte Mal ausgestiegen bin. Ich habe eine liebe Freundin, die immer wieder schwärmt, und ich glaube, wir sind jetzt irgendwo bei Staffel 10 oder 11. Und ja, also ich mal gucken, wie weit ich komme, wie lange ich Lust habe. Das ist natürlich auch immer eine Frage, aber ich muss sagen, die erste Staffel hat mir jetzt schon wieder sehr gut gefallen und hat die schlaflosen Nächte und die stürmischen Nächte ein bisschen besser gemacht. Ja, so viel dazu. Filmtechnisch sind wir noch ein bisschen beim Hobbit und Herrn der Ringe. Da wird es ja dann jetzt ab März auch ja, Rewatch-Videos von mir geben. Da bin ich sehr gespannt, wie ihr die so findet, was ihr dazu so sagt. Die werden aber, denke ich, jetzt erst dann im März anfangen. Also gedreht sind schon 2. Muss ich noch schneiden und dann hochladen. Das mache ich mal in einer ruhigen Minute. Und hat ja auch keine Eile. Und ja. War doch eine recht durchwachsene Woche, eine recht stürmische Woche, nicht nur was die Orkane anging, sondern auch was die Bücher und Ähnlichem anging. Und
Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Ich gucke nochmal. Nein, auf der Zettel steht auch nichts mehr. Und ja, das war es jetzt im Grunde von mir. Ich bin sehr gespannt, wie ihr so durch die Woche gekommen seid, ob der Sturm bei euch auch so gewütet hat, mit welchen Büchern ihr es euch bequem auf der Couch gemacht habt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Alle Bücher in der Infobox, schaut da gerne mal rein, wenn ihr noch mehr Informationen wollt. Auch die ganzen Kanäle verlinke ich euch natürlich. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.